So, Serenova und seine Gefährten hoffen, dass es Meister Maxwell rechtzeitig gelingt, ein Fluchtboot zu beschaffen, damit sie schon von Schloss Weißholm aufbrechen können. Ohne von den Truppen von Aesfrost Rächis Gustadolf getötet zu werden. Aber irgendwie scheint das nicht so ganz zu funktionieren, wenn das im Kampf endet. Also werden wir sehen, wie gut das funktioniert. My prince, I'm sorry to have kept you waiting. Ich meine, er wird seine Gründe gehabt haben, er wird es nicht aus Spaß warten gelassen haben. Thank you, Sir Maxwell. Would that I could have done more. Ich meine, er alleine gegen eine Armee, das funktioniert halt auch nicht, ne? You did well to stand against Gustadolf. Your father would have been proud to see it. Let's save the pleasantries until we're through the gate, huh? Everyone ready? Ja, stimmt, wir müssen ja durch das Tor durchbrechen und da sind die Gegner und dann da hat Maxwell das Tor, das Boot abgelegt sozusagen. Whatever you say, my lord. Here's hoping we can make it through without those bastards on the shore noticing. Mal sehen, wie das jetzt alles so funktionieren wird. Over there. Na gut, das war relativ klar, oder? There's too many of them. We need to turn back. Och, zu viele waren das jetzt nicht. Die kann man schon gut bekämpfen. Give it up. There's nowhere to run. Damn it. They shut us in. Das ist natürlich unschön. Is this it? If this is where I fall, I'm taking these Aesfrosty bastards with me. Das nenne ich mal Entschlossenheit von Roland. Aber ja gut, nach dem, was sie seiner Familie angetan haben, so sinnvoll. Yes, we haven't lost hope yet. The boat will arrive shortly. We only need to fend them off till then. Can we do that? I fail to see why not, if you lend us your strength, that is. Hoffen wir, dass das was wird. As if I would do aught else. Form around the prince, protect him. Okay, ich glaube, wir wissen, was das Objective ist. Ich wollte gerade sagen, das sind irgendwie gerade wenige Gegner. They pour from the castle like rats. I shall defend the rear. Okay, ja, das da wird anscheinend ganz schön anstrengend. Sehr viele Gegner auf jeden Fall. Wie viele Truppen dürfen wir denn überhaupt aufstellen? Das ist ja auch schon mal so die Sache. Wir dürfen 9 mitnehmen. Magier mit 4. Magier werden halt empfohlen, das ist klar. Anna ist empfohlen. Dann nehmen wir am besten Benedikt raus, weil ich nehme halt immer die empfohlenen Charaktere mit. Nehme Eugett raus und nehme dafür Osterbauer. Da haben wir einfach mehr, ich sag jetzt mal, Staying Power. Weil die Sache ist es nicht so, dass Eugett hier viele Highgrounds ausnutzen könnte. Dementsprechend sollte das gut funktionieren und sie hat halt eben ein sehr hohes Level. Wir wollen Prinz Roland beschützen. Ja, lass ihn irgendwo in die Mitte packen. Irgendwo vorne in die Front packen, wenn wir ihn beschützen sollen. Irgendwie funktioniert diese Logik nicht ganz, finde ich. Ich würde sagen, das ist doch eigentlich eine ganz ordentliche Formation, wenn ich sie jetzt noch so hier umstelle. Dann haben wir Prinz Roland in der Mitte. Umgeben von, guter Protection, würde ich sagen. Everdor vor ihm. Na doch, kann man so lassen, würde ich sagen. Mal sehen, ob das Spiel meine Taktik dann mehr oder weniger zustimmt. Oder ob es sagt, eher weniger eine gute Idee. Wir werden's. Ich muss auch aus dem Systemreiter rausgehen, um zu kämpfen.
Die Zugbrücke befindet sich im gelb markierten Bereich. Leitet alle Feinde in der Umgebung aus, um sie sicher zu überqueren. Okay. Der Torhebel. Das Tor zur Zugbrücke wird mit diesem Hebel geöffnet. Mit einer Heinand auf den Hebel bedienen kann, muss sie auf dem Feld direkt neben ihm positioniert werden. Ah ja. Öffne das Tor und sichere die Zugbrücke, bevor der Feind dich einkeilt. Ah, okay. Kampf beginnen. Ja. Ich habe Respekt vor diesem Kampf. Ich habe wirklich Respekt vor diesem Kampf. The gate to the drawbridge is shut tight. We must find a way to open it and quickly. Also müssen wir eher nach vorne, okay, merke ich mir. Leave our pursuers to me. Open the gate, whatever it takes. I've been waiting for this. Ich werde hier erstmal langsam mit Elwador nach vorne vorrücken. Oh, den können wir dann direkt gut in die Mangel nehmen. I will end this. Leider noch nicht mit Anna. Was er noch nicht ist, kann er noch werden, ne? Dann greift sie den einfach mal mit dem Eisendolch an. Macht nicht viel Damage. Aber dadurch, dass sie zweimal angreifen kann, solide. Was ich halt vorhab, ist hier so eine Art ein Pocket für Roland zu bekommen, dass er sicher angreifen kann. An einer bestimmten Stelle. Die Sache ist, ja gut, er greift, denke ich mal, den Bogenschützen hier jetzt an, ne? Beim Bogenschützen direkt vor ihm kann er nicht im Nahkampf angreifen. Das ist natürlich für Roland dann die optimale Position. My lance strikes true. Oh, warte, das war blöd, dass ich ihn so hingestellt habe. Ah! Come on, then. Damage. Echt, alles andere ist clever. Na gut, das mit dem Niederman bringt für sie halt nicht so viel. Den Bogenschützen, den will ich eigentlich nicht besiegen. Ich stell die tatsächlich hier hin. Und mach mit ihr mal voller Einsatz. Weil das ist eine sehr gute Position, die sie als Support, als Support haben kann. So, und jetzt ist das Wichtigste, wenn ich Sayonara hier platziere, würde ich zumindest sagen, dass Roland nicht mehr von hinten angegriffen werden kann. Und auch nicht mehr von vorne, weil davor steht der Bogenschütze. Wenn ich das gerade richtig sehe. Kann mich da auch vertun. Cool heads shall prevail. Ich heil mal Hosobawa. Weil das Wichtigste ist halt wirklich, Roland zu beschützen. Warte, eine Sache muss ich mir mal gerade gleich mal angucken. Stufe 14, 294 HP. Stabil von dem Guten, würde ich mal sagen. Motivationsschub für... wer hat denn... Ah, Roland hat was ausgegeben, stimmt. Damit kann sich auch Roland ein bisschen mehr selbst beschützen. Soll ich euch mal einen witzigen Trick... Was kann die Flammenfessel eigentlich? Erteilt einen Gegner magischen Feuerschaden, reduziert für 3 Runden seine Bewegung und setzt den Boden in Brand. Okay. Würde sagen, die Gegner werden das hier nicht mögen wollen. Und was Gegner auch nicht mögen werden, ist wenn jemand ihnen mit Eis zu sehr auf die Pelle rückt, schätze ich. Hab nur Angst davor, wenn die Bogenschützen dann gleich mal dran sind, also die da oben. Ach, die agieren, glaube ich, noch gar nicht. Oh, die Gegner da gibt's ja auch noch. Ja gut, der Heavy-Gegner. You won't beat me. Die halten ihre Position.
Bin ich natürlich frech, ne? Look to my shield. Sie sind Akku auf Erwidor, genauso wie es sein sollte. Kann sie ja theoretisch. Ja doch, ich weiß, was ich mache. Den ambushen. I feel stronger already. Und sie dann stealthen lassen. Into the shadows. Das ist natürlich immer eine gute Möglichkeit, würde ich mal sagen, an der Stelle. Da können wir wen in die Mangel nehmen. Oh na, okay. Ich sehe das Problem. Ich darf Roland nicht dahin positionieren, alleine schon deswegen, weil der dann vom Bogenschützen von oben angegriffen wird. Ich muss die Bogenschützen eliminieren, bevor ich ihn dahin bewege. There they are. Seize the prince. Quickly now, before more arrive. Leave everything to me. Keine Angst, ich hab einen Plan, ob man es glaubt oder nicht. Ernsthaft, Erwidor. Defeat is not an option. Ich meine, das ist alles sehr wichtig, aber Loot ist genauso wichtig, also bitte. Gut, dass Roland nicht da steht. Ja gut, die machen ihr Zeug halt. I shall do what I can. Und Erwidor, ja, der tankt halt, weil es ist Erwidor. Ich meine, an dem Punkt erwartet doch keiner irgendwas anderes, oder? Erwidor hat keinen Buff auf sich. Wer hat denn besonders wenig FP? Wenig FP hat Frederica tatsächlich. Werde ich natürlich auch ausnutzen, wenn... Oder werde ich... Hier ein bisschen mehr FP natürlich geben, wenn ich die Möglichkeit habe. Oh, und guck mal, wer auch direkt dran ist. Flammenweiße. So, hier hin. Kriegen wir einiges von dem Eis weg. We will make our ideals reality. So, it falls to me. Aber kann von oben angegriffen werden, ne? Leider kann ich den Gegner dann nicht in die Mangel nehmen mit ihm. Ich sehe aber, was ich machen kann. Und das ist eigentlich eine recht witzige Idee. Also wenn die Reach dafür passt. Die reicht nicht ganz. Aber ich kann trotzdem den hier machen. Damit ihr Movement behindern sozusagen, indem ich den Boden unter ihnen zu Eis mache. Ich weiß nicht, ob das so eine clevere Idee war. Ja, aber jetzt werden sie kommen und ihn in die Mangel nehmen. Oh! Das war so eine dumme Idee. Bitte greif Max. Oh Gott, jetzt greif Max wohl an. Also da hätte ich fast echt einen richtig, richtig dämlichen Fehler gemacht. Beziehungsweise ich habe ihn gemacht, aber ein richtig dämlicher Fehler wäre fast noch... bestraft worden. Anna ist unsichtbar. Das ist natürlich eine Möglichkeit, den hier jetzt zu killen. Guck mal, wer da wieder wegstaft. Die zu spielen ist einfach so ridiculous stellenweise. Ach komm, warum nicht? Wir müssen ja Comantine da irgendwie rausholen. Ja, jetzt sind die ganzen Leute wieder dran.
Na gut, Sayonara macht sich mal an die ungemütliche Aufgabe, sich dem um den Kollegen hier anzunähern. For my kith and kin. Now it's my turn. Kann sie den? Sie kann ihn nicht besiegen. Ah, und sie kommt doch nicht nah genug ran, ne? Ah, komm, sie greift trotzdem mal an. Weiß nicht, ob das so gut ist, dass ich Maxwell da so immens unterstütze, aber... Wir werden sehen, denke ich. Ja gut, er wird zwar nochmal angreifen. Oh, nice, verfehlt. Nehme ich. Wir wissen alle, was du tun wirst. Erlaub mir. Much better. Time to take action. Irgendeiner von denen ist noch mega low. Ja, der war das, okay. Enough! One more round. Allow me. Kann Frederica... sie kann. Nice. With the powers in me, it worked. Das nenne ich mal Damage. Where was I? Der wurde halt noch gar nicht angegriffen. Und schön. Da muss Quarantine sich wohl erstmal ausruhen. I've been waiting for this. Anscheinend greifen wir jetzt erstmal ihre linke Flanke hier an, was eigentlich vollkommen in Ordnung ist, würde ich sagen. Ja, greift Gela an, ne? Unsichtbar. Ich glaube, der wird das da jetzt nicht kommen sehen. Einen unsichtbaren Charakter. Ist das auch irgendwie schwer zu glauben, dass er es irgendwo kommen sieht. Aber dass er jetzt tatsächlich mit zwei überlebt, ne? Ach, Lanze werfen kann er auch noch? Okay. Damn, diese... Eispfeile tun weh. Also zumindest Frederica. Oh, der existierte noch. Ich war so, ja, wo kommt denn jetzt, wo kann von hier noch wer angreifen? Und dann so, oh, da ist ja noch einer. Ah. For the honor of House Wolfort. Mein Sonor kann auch hier... Oh, ja, er kann in den Nahkampf gehen und wird das auch tun. Together. Now it's my turn. Quarantin geht... Oh. Ich ist manchmal hier voller Einsatz. Scheint ja gut für die zu sein. You have my thanks. Wieso ist es eigentlich immer Frederica? Time for some research. Wieso geht mir eigentlich immer Frederica drauf? I shall do what I can. Das sollte klar. Das ist irgendwie, Thank you, friend. Vielleicht ist das auch irgendwann ab einem bestimmten Punkt so ein selbstverstärkender Prozess, dass es immer Frederica ist, wisst ihr? My turn. So nach dem Motto, irgendwann hat sie halt so schlechte Abwehr, dass sie deswegen öfters mal stirbt. Könnte ich mir vorstellen. I've been waiting for this. Ja, aber doch kommt leider nicht so schnell da hoch. On my honor as the Dawn Spear. Ich
Wieso sind eigentlich diese Bogenschützen so hart nervig? Okay, aber ich kann Roland hier platzieren, ohne dass... Nee, da würde er von dem... Kann er von dem getroffen werden. Nee, von dem anderen. Ach komm, soll er sich einfach dahin stellen. Ein Bogenschuss bringt ihn ja nicht um. Defeat is not an option. Leave everything to me. Von denen ist keiner low, oder? Nö, von denen ist absolut niemand low. Na gut, dann muss ich das halt leider so machen. Wenn die halt nicht dahin kommen. Und ich sehe jetzt auch ein Problem, ne? Die beiden da oben benutzen Eispfeile. Und dadurch, dass sie Eispfeile benutzen und Frederica down ist, haben wir ein kleines Problem. Shall we begin? Weil die haben vermutlich eine Schwäche gegen Fredericas Feuermagie. Time to work. Aber so ist es halt so ein kleines Problem. Und wieso können die so verdammt viel aushalten? Klettermax. Möglich das Überwinden eines Hindernisses von maximal 15 einem benachbarten Feld. What? Das klingt irgendwie stark. This'll hurt. Oh. Oh. Das ist heftige. I shall protect you. It ends. Das ist heftige Verstärkung. Come at me. Will ich das Tor jetzt schon öffnen? Komm, ja, ich öffne es. Könnte ein Fehler sein, aber ich mach's. It's open. Go. Oh. Oh. Das war keine gute Idee. Don't let them escape. Capture the royal brat. Kill all the others. Protect the prince. No matter how many come, our blades will keep them at bay. Das war keine gute Idee. Wieso hab ich das getan? We've overrun the bridge already. Very well. We cut our way through. I won't lose. Nö, Prinz Warren macht erstmal gar nichts. From where shall we strike? Und Cernor darf auf den mal seinen gesamten Angriffsarsenal loswerden. Jetzt wäre es doch ganz gut, Dings zu haben. Wie heißt der nochmal? Komm gerade nicht auf den Namen. Eugene. Damit sie sich da oben positionieren kann. Aber ja gut, das ist momentan leider nicht drin und dementsprechend schade, aber was will man machen? So, it falls to me. Kann Quarantine. Nein, er kann nicht nach da oben zaubern, leider. Das heißt, er wird erstmal hier stehen bleiben. Wir werden nämlich erstmal taktisch hier warten. Würde ich sagen. Time to take action. Und verpassen dem Kollegen da mal einen Dämpfer.